Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Quatschkopf Podcast. Der Podcast, wo ich laber über was ich will und mit wem ich will. Leute, ich habe heute wieder einen Special Guest am Start. Und zwar den einzig wahren. Den einzig wahren Psycho64. Was geht, Diggi? Ey, yo, was geht? Alter, scheiße, auf immer werde ich so schei. Geht gar nicht. Alles gut, ich habe OBS hier alles richtig eingestellt. Leute, ich hoffe, euch geht's soweit gut, wenn ihr diese Folge seht. Je nachdem, wann ich schaffe, die hochzuladen. Vielleicht heute noch, vielleicht auch erst Sonntag. Mal gucken, je nachdem, wie die Zeit passt. Leute, Folgentitel ist ja Vom Musik bis zum Real Life. Sehr klasmatischer Folgentitel auf jeden Fall. Aber darum geht's gar nicht, denn ich habe mir hier ein paar Fragen aufgeschrieben. Und ja, ich würde einfach mal sagen, 8 Fragen. Ich glaube, das ist eine solide Anzahl. So auf unbehauptete Art und Weise. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der ersten Frage an. Oder beziehungsweise, würdest du dich selber noch vorstellen? Oh Gott, Hilfe, 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 was soll ich anfangen? Ich bin Psycho64, bin jetzt mittlerweile, ja, 22 Jahre alt, gewordener Vater, von einem kleinen süßen Jungen, professioneller Katzenkuschler und bin viel tätig im Bereich Techno-Rap. Stark. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft. Ja, ich bin auch übel happy. Ich glaube, man hat das ja sogar letztens in der Insta-Story kurz gesehen, bei dir. Ja. Und ja, Katzenkuschler, kenne ich mich aus. Hab selber 2 zu Hause. Ah, welche Rasse? Weißt du das? Europäische Kurzhaar. Ah, na, der Klassiker halt. Die typische Hauskatze. Ja. Wisst ihr, was meine Katze für eine Rasse ist? Irgendein Mischling. Hauptsache kuschelt gerne. Ja, Hauptsache kuschelt gerne. Und ist froh, wenn man das Essen kriegt. Na, natürlich. Ja, Leute. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, mit wem ich noch eine Folge machen soll. Kann ich hier mal am Anfang direkt schon mal sagen. Denn, ich sag mal so, ich habe theoretisch auch noch 3 weitere Leute, mit denen auch noch eine Folge kommt. Ob das soweit passt, wie ich mir das vorstelle, weiß ich noch nicht. Das gucken wir gern. Aber ich habe auf jeden Fall noch 3 Leute auf der Liste stehen, die theoretisch auch noch Bock hätten. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Vor allem mit der einen Person bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. Gut, würde ich sagen, kommen wir zu den Fragen direkt. Jawoll. Und dann will ich einfach mal ganz normal von oben nach unten durchrattern. Und zwar, erste Frage. Welcher deiner Songs ist der emotionalste und härteste? diese Frage kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, woher. Merk schon, diese Folge wird voller Lacher und sehr random Stuff sein, auf jeden Fall. Es ist so stupid. Nee. Boah, also scheiße, muss ich selber überlegen. Gibt so 2 Songs, wo ich selber sage, yo, das sind mit die härtesten. Besser gesagt, die emotionalsten. Ich glaube einfach, es ist Warum ich Hass verspüre. Das war mal eine Single vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder so, die ich mal auf Spotify released habe. Sollte tatsächlich der Vorreiter sein für Hass. Einfach nur, weil es gab eine ganze Weile lang war die Idee, dass ich das als EP hochlade. Also quasi, warum ich Hass verspüre. Hass an sich mit hier Annie the Savage. Und einmal, was jetzt auf dem Album ist, Ich hab alles und sie nicht.
sollte zuerst heißen, und deshalb hassen sie mich. So, und das Okay. sollte eigentlich so eine Dreier-EP werden. Und deswegen sage ich einfach, ja, warum ich Hass verspüre und ja, doch, 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 ich bleib dabei. Das ist, glaube ich, mit meinen emotionalen Song. Oh, nice zu wissen auf jeden Fall. So ein bisschen Hintergrund-Track, nach dem keiner gefragt hat. Habe ich von dir gelernt. Stark, 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 stark. Ach, stark. Ach, geil. Ja, also, was ich auch sagen muss beim Album, was ich auch mal so hier jetzt so reinwerfe. Da waren schon harte Dinger dabei. Da waren auch zwei, drei diepe Dinger dabei. Ich glaube, wenn ich so eine Top 5er Liste machen müsste, würde, glaube ich, so Platz 1 oder 2 wäre Spaceship auf jeden Fall. Stimmt, das ist auch so ein Kandidat, wo ich sage, yo, der ist es. Ja, der hat mich richtig. Gut. Der war richtig geil auch. Ich bin zwar Ach, immer noch siehst nicht du, drauf gekommen bei 30 Grad, welcher Song mir da in den Kopf kam. das kann ich dir tatsächlich sagen, nämlich vom Album Moon von Evans, 3 Uhr nachts. Ah, gut. Deswegen, da habe ich nämlich auch so überlegt, weil der hat, glaube ich, 3 Uhr nachts. Der hatte schon mal eine Skizze. Ich erzähle das jetzt einfach, mir egal, ob er das will oder nicht. Der hatte irgendwann mal eine Skizze, die auch so ging. Das war aber vorher Hyperpop, tatsächlich. Und das ist jetzt so gar nicht mehr das Ding, was er mal gemacht hat. Was er jetzt macht, besser gesagt. Und dann ist irgendwann mal mit dem wunderbaren Mix Master Engineering von Jan Korn ist dann irgendwann mal 3 Uhr nachts entstanden. Und dann aber in der Zwischenzeit, zwischen den zwei Songs von Evans, ist dann 30 Grad entstanden. Warten Das um ist einfach dich. so. Das ist einfach so lapidar dann passiert und das passt auch, finde ich, zu dem Beat. Ja, 3 Uhr nachts war ja auch geil von Evans. Ja, übel. Übel. Das Album höre ich manchmal just for fun, einfach nur, weil ich es Ja, geil finde. fühle ich. Dann lasse ich das auch einfach mal so kurz von oben nach unten durchrattern. Ja, gut, was man ja auch sagen muss, was jetzt so Evans angeht, ich habe ja schon ein paar Sachen gehört, die noch nicht draußen sind. Ja, ich auch, ich auch. Und da gibt es ja auch eine Reaction zu. Da ich das ja geschickt bekommen habe, um darauf eine Reaction zu machen, was ich erstmal nicht für selbstverständlich halte, weil ich glaube, kein Arte schickt irgendeinem random Dude mal eben so sechs Songs und sagt, hier, mach mal Reaction. Jo, jo, jo. Deswegen, das ist eigentlich schon krass, was man sich so aufbaut an Connections, wenn ich überlege, mit wem ich mittlerweile alles connected bin. Ja, klar, safe. Ich Was meine, das ich so kenne ja angeht. auch von dir kenne ich ja, glaube ich, sogar, habe ich letztens in deinen Shownotes gesehen. Shogun zum Beispiel. Den kenne ich ja auch persönlich. Gott sei Dank. Also, wirklich, das ist manchmal so crazy. Vor allen Dingen, ich will jetzt nicht sagen, man läuft sich über den Weg, aber man sieht sich halt, man erkennt sich und man denkt halt so, oder man hätte früher halt gedacht, so, ja. Safe. So, entweder als Musiker bist du grundsätzlich ignorant, abgehoben, oder bist einfach nur auf Fame aus. So. Und willst eigentlich gar nichts so mit dem niederen Volk zu tun haben. Ja. Aber so, die Connection in sich geschlossen, so auch vor allen Dingen Musiker, YouTuber, ich meine mittlerweile größer denn je. Ich bin jedes Mal begeistert davon. Vor allen Dingen auch ein Teil davon zu sein, das ist wirklich crazy. Ja, ich
weiß gar nicht, wann ich die entdeckt habe. Also ich habe Shogun, ich glaube, zusammen mit Takumi zusammen entdeckt. No? Ich glaube, mit dem Song Demons müsste das gewesen sein. Das war ja so einer der drei Feature-Songs, die sie da am Anfang hatten. Und dadurch kam das dann irgendwann. Und dann hatte ich irgendwann mal mit Shogun angefangen zu schreiben. Dann kam irgendwann Takumi noch dazu. Und dann ging das ja immer weiter. Dann kamen die anderen Jungs. Dann kam Akaya, Okay. Gohan, Angel Noch? Payne, Yuji, Evans. Das ist schon. Und das innerhalb von 1,5 Jahren jetzt gerade mal. Also das ist auch erstmal. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, das ist übelst geil. Was ist der und nach deiner anderen Frage zu beantworten? Von der Reaction, Spaceship zum Beispiel ist von mir gemixt und gemastert. Und ich glaube, sowas wie 30 Grad und sowas ist von Evans gemixt und gemastert. Aber halt noch das damalige Mix und Master. Mittlerweile ist es ja nochmal 10 Etappen höher. Mittlerweile Empire State Building. Na klar, also das Album ist entstanden, knapp 2 Jahre lang hat das gedauert, insgesamt. Deswegen, weil ich nie entschlossen war, zuerst sollte Silent and Happiness eigentlich Kleinstadt heißen. So, und jetzt so im Nachhinein, ja, ich bin ganz so froh, dass ich die Idee nicht genommen habe, weil da wären auch noch mal 1000 andere Songs drauf gewesen und das wäre halt so ein, man merkt halt jetzt schon, bei dem Album, okay, der Song ist alt, der Song ist so, ja, schon etwas neuer, etwas hochwertiger und dann hast du halt so Songs wie Warnung oder wie Nike Shox, nicht mehr bei mir, die halt nochmal von der Qualität nochmal ganz, ganz anders sind. Das hatte ich auch gemerkt in der Reaction, wo ich mir die Songs dann angehört hatte. Aber da hatte ich nichts zu gesagt, weil mir das erst im Nachhinein nochmal aufgefallen ist, wo ich das dann nochmal gehört habe, das Album. No, no. Weil während ich das Video nämlich fertig gemacht habe, habe ich mir das Album einfach nochmal gegeben. Und daher, da ist mir das dann auch aufgefallen, dass die ein oder anderen Songs zu den ein oder anderen Songs anders klingen. Das ist mir da auch schon aufgefallen. Aber trotzdem, geiles Ding. So, komm, nächste Frage, direkt hinterher. Nächste Frage. Deine Top 3 Favorite Künstler? Alter. Meine Top 3 Favorite Künstler. Scheiße, Alter. Also bei mir ist Fangen. es sogar ehrlich easy. Ja, komm, dann hau du zuerst raus, überlege ich nochmal kurz. Gut, also ich muss natürlich sagen, ne? So, hat jetzt nichts mit dieser Connection oder so zu tun. Ich feiere einfach, was der Typ macht. Deswegen grüße ich ihn raus an Angel Payne. Da der Typ ist absolut korrekt. Und tatsächlich, was so globalmäßig angeht, Richtung Amerika hin, würde ich schon eher sagen, Nephex. Sehr viel. Höre ich auch sehr, sehr viel. Und was so, ja, globalmäßig noch so in diese Richtung wäre, glaube ich, so Eminem und Tupac und was weiß ich, hier Pop Smoke und sowas. Okay, das ist krass. Auch Das ist sehr viel krass. aus der Richtung der Deutschrap gefühlt höre ich fast gar nicht mehr. Ist halt das, was die Jungs so machen. Aber sonst, Deutschrap bin ich komplett raus. Gut, klar, ich lasse mal immer mal wieder hier dieses Kollega-Ding da durchlaufen, diese Tony-Style-EP. Aber sonst, ich bin Deutsch, was Deutschrap angeht, bin ich komplett raus. Die, die man früher gehört hat, machen mittlerweile alle gefühlt nur noch Trash-Mucke. Oh, ne. Ah, jetzt habe ich vergessen, wo wir stehen geblieben sind. Egal. Dubai, Tupac und Eminem. Genau, stimmt. Die Top 3 Favorite Künstler. Jetzt muss ich natürlich hart überlegen.
Ich würde tatsächlich sagen, so auf Platz 3 mittlerweile. Aber auch nur, weil die Steigerung halt auch übelst insane ist. Absent. Habe ich schon mal reingehört, ja. No? Also, wenn ich mir überlege, wo er angefangen hat und wo er jetzt ist, das ist ein himmelweiter Unterschied und es ist einfach nur krass, was der jetzt mittlerweile für Mucke rausballert. Also, ich habe locker von seiner Diskografie so 20 Songs oder so in meiner Playlist. Boah, Platz 2 müsste ich jetzt lügen. Aber da streiten sich, glaube ich, Travis Scott und Don Toliver. Sobald ich halt, ja, das, wenn ich so schon wenig Ami-Rap höre, gut, da gibt es noch Lil Wayne und will.i.am. Dann gibt es noch Lil Yachty. Das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich merke auch selber gerade, ich höre sehr, sehr viel New Cloud Rap und ganz, ganz wenig Trap eigentlich. Mehr so in diese Yeats, Aggressive oder Scarlords, ganz, ganz viel. Wir haben Besuch, wir haben den zweiten G Gast am Start, der jetzt wieder weg ist. Ja, da war gerade eine Katze hinter dir. So, ach lol. Jetzt hat er sich erschrocken. Wollte auch mal kurz Hallo sagen. Der wollte vor uns schon kuscheln, aber jetzt hat er mich angegriffen vor uns. Jetzt, der guckt auch ganz bescheuert gerade. Na, was ist denn los? Denkt sich gerade wahrscheinlich, was macht er da? Na klar. So hält er sein Telefon doch nie. Sitzt er da und redet, anstatt mir Essen zu geben? Natürlich. Der liegt wirklich manchmal auf dem Bett und da schaut dich dann so an, so Meister, gib mir Futter. Kenn ich. Wirklich. Boah, und Platz 1. Boah, ich glaube, da streiten sich die Geister. Aber ich glaube, da bin ich immer noch bei Sierra Kid. Kenne ich auch, Der ja. Typ. Der Typ, der geht mir ab, oh nee, was musikalisch ist, wenn ich manchmal viel nicht mehr reingehört habe. Dieser Typ hat einfach so viele Jahre in meinem Leben geprägt und ist auch der Grund, weshalb ich überhaupt mit Musik angefangen habe, wo ich sage, ja doch, der wird halt immer auf Platz 1 bleiben, knapp hinter Crystal F. Den durftest du, glaube ich, nie kennen. Sagt mir tatsächlich nichts, ne? Nee, da hat tatsächlich jetzt auch mittlerweile, da macht er so diesen aggressiven, so eine Mischung aus Diabolik, Assi, Rap, Techno, aber auch viel in Bezug auf nicht Drogen verherrlichen, sondern Drogen aufklärend und psychische Schäden etc. Oder auch generell psychische Krankheiten, wo ich sage, den höre ich auch sehr, sehr oft. Denn sobald er irgendwas released Radar ganz oben bei mir. Direkt in der Playlist drinne. Natürlich. Genau, erstmal was trinken. Muss man ja auch mal machen. So, komm, nächste Frage. Nix. Next. Ja, das mit den Künstlern kommt eigentlich sogar ganz gut, weil die nächste Frage wäre nämlich, mit welchem Künstler du gerne einen Song zusammen hättest. Ekelhaft. Hey, jetzt wird's schwierig. Ekelhafte Frage. Weil es ist einfach, gibt haufenweise Künstler, wirklich haufenweise, wo ich sagen würde, ja, sofort. Kenn ich. Ich glaube, grundsätzlich würde ich einfach sagen, Platz 1 Crystal F. Weil das würde einfach harmonisch, würde das so hart kombinieren, wenn ich jetzt zum Beispiel die Hook machen würde, er hat einen Part oder andersrum. Wäre halt einfach geil. Als zweites T-Pain.
Weil, aber bitte mit ganz, ganz viel Autotune bei ihm und irgendein poppiger Beat. Also, das sofort. Wirklich sofort. Wenn der mich anschreiben würde und fragen würde, ich würde die Nachricht wahrscheinlich erst wirklich wahrscheinlich erst mal 10-mal gegenchecken lassen, währenddessen ich 5-mal eine Herzattacke hätte. Erstmal 10-mal checken, ob es nicht ein Fake-Account ist. Ja, natürlich, natürlich. Jeder würde das wahrscheinlich erstmal machen. Und ansonsten Platz 3 wäre, boah, da eine Streitigkeit bei mir. Ja, doch, ja. Ich sage jetzt einfach mal Young Yuri. Sagt mir zwar nichts, aber hört sich auf jeden Fall. Kennst du nicht? Ne. Wie jetzt? Wie jetzt? Okay, du öffnest jetzt dein Spotify und tust Young Yuri eintippen und du merkst dir das geht einfach und du wirst mir danken. Aber wird mir sogar direkt angezeigt hier. Oh gut, höre ich noch einmal rein, ne? Geil, perfekt. So, ah, ich Muss setze man ja mich mal dann weiter machen. runter. Ja gut, was so Songs mit irgendwem zusammen angeht, ich glaube, das wird aus meiner Seite her noch ein bisschen dauern. Einfach wahrscheinlich, ja, ich fühle mich nicht noch nicht so auf dem Level, wo ich sage, okay, jetzt kann man auch mal was mit anderen Leuten zusammen machen. Den Level sehe ich mich einfach gerade noch nicht mit meinem Scheiß Wie da. jetzt? Warum? Weiß nicht, ich bin irgendwie noch der Meinung, ich sollte erstmal noch ein bisschen auf dem ganzen Single-Kram bleiben. Da noch mal ein bisschen rumprobieren. Gut, ich habe jetzt, ich sag mal so, ein Feature-Ding ist geplant. Da sage ich aber noch nichts zu, weil das noch nicht komplett feststeht. Aber auf jeden Fall ist da was geplant. Wobei, was ich sagen kann, es ist mit einem von den Jungs zusammen. Mit wem, sage ich nicht tatsächlich. Schön wär's. Würde ich nicht nein sagen. Bei keinem von denen. Aber mit einem ist auf jeden Fall was geplant. Ja, aber im Moment bin ich eh gerade noch so ein bisschen Richtung. Ja, ich sag jetzt mal Single-Kram. Gut, ich hab so gesehen ja auch zwei Charakter, die ich da mache in dem Ganzen. Bin ja nicht nur als ich persönlich da, sondern auch noch als der Teufel höchstpersönlich. So, von daher habe ich ja auch in der Reaction drinne stehen gehabt. 66 Tage dauert's noch. Dann kommt der Geil. nächste. Beziehungsweise dann kommt das erste von den 10 geplanten Alben. Und danach ist das Lucifer-Thema auch erstmal abgeschlossen. Okay. Weil es hat nämlich einen guten Grund, dass das letzte Album von den 10 I've Guessed the Hell Died This Year heißt. Es hat nämlich auch einen sehr, sehr guten Grund. Das ist nämlich so ein bisschen die Verabschiedung des Lucifers. Und damit ist dann dieses ganze Lucifer-Ding beendet. Was dazwischen noch kommt, keine Ahnung. Nächstes Jahr kommen jetzt noch zwei EPs und dann mal gucken, was dann alles noch kommt. Soweit habe ich aber noch nicht geplant. Klar, ach, das wird alles. Du, Ja. ich habe jetzt auch erstmal nie geplant, irgendwie noch ein Album oder sowas heraufzubeschwören aus dem tiefsten Altar. Das wird jetzt auch erstmal so sein Jahrchen wird es auch erstmal wieder dauern. Vor allen Dingen jetzt auch mit Kind. Wird sich Ja. sowieso alles nach hinten ziehen. Wenn dann, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, es ist ein Werbung in eigener Sache, ich hasse es wie die Pest. Alles gut, mach. Es ist ein, wie soll ich sagen, wie so ein All-Stars-EP ist bei mir geplant. Also, wo ich mir quasi mehrere Künstler ranhole und das Ding wird eigentlich komplett ein Feature-Tape.
Auch wenn es gut kommt mit ein paar größeren. Ja, bin gespannt. Das wird bestimmt ordentlich dann. Natürlich, aber es dauert halt. Ja. Ja, ich glaube generell auch im Moment, was die Mucke angeht. Ich glaube, man muss erstmal vor allen Dingen gucken, in welche Richtung man gehen will. Ich mache ja alles durch und durch. Na, ich ja genauso. Also das hat man, glaube ich, auch beim Tape mit am meisten gemerkt, so, dass halt nicht nur Techno-Rap ein großer Fall ist, sondern halt auch viel Cloud-Shit und ja, eigentlich auch mal so oldschool bis melancholisch. Ja, wenn ich so überlege, hier den, ich sag jetzt mal, ja, wobei, kann das, ist das der neueste? Ja, es ist eigentlich der neueste Song von mir. Record Breaker 3, das war auf einem Funk-Beat. Übel geil. Das war auch ein bisschen experimentell, aber ich find's geil. Hör ich immer mal Ist wieder. geil. Ist immer wieder geil. Also ich habe auch in, ich glaube mit Evans zusammen auf dem letzten Album, habe ich auch in Funk Beats. Das muss ich schon selber belegen. Ich glaube Hitmaker Hit Machine war das. Klingt schon nach so einem Funk-Song. Ist übel geil. Ist wirklich übel geil. Ah, habe ich auch noch mehr zu hören, ne? Ja, natürlich. Na, hör dir alles an. Hör dir alles an. Nochmal! Nee. Nochmal und nochmal. Ah. Ja, mal gucken, wie was die Zeit so, was die Zeit so bringt. Ich mache Ach, das na ja auch noch nicht klar. so lange. Ich mache das auch jetzt erst seit Mai mache ich das jetzt erst. Im Mai habe ich erst No? angefangen. Und dafür ist das eigentlich ganz okay. Ganz okay. In Anführungszeichen. Klar, es gibt Sachen, wo ich selber nicht so ganz zufrieden bin im Nachhinein, wo ich mir denke, gut, den hätte man vielleicht anders machen können. Aber es gibt schon Dinger, wo ich sage, okay, das könnte einer der besten bis dato sein. Also da gibt's schon, Safe. gibt's auf Safe, jeden safe, Fall safe. schon. Was jetzt? Katze? Nein, aber mich ruft gerade eine Nummer aus England an. Das ist sehr geil. Geht mal weg, was wollt ihr von mir? Ich kann kein Englisch, noch habe ich Urlaub, ich rede jetzt kein Englisch. Ist so geil. Mich hat auch mal vor, glaube ich, einem halben Jahr oder so, hat mich eine Nummer aus Kalifornien angerufen. Fühle ich. Frag mich nicht. Die Fühle haben ich. alle meine Nummer. Die beobachten uns. Also sind Tauben doch nur Drohnen. Ach, das habe ich auch gelesen. Das ist so geil. Setz die Aluhüte auf. Setzt die Aluhüte auf, die Strahlung, die kommt. Oh nee. Oh, Scheiße, das ist so blöd. herrlich. Herrlich, herrlich. Oh Gott. Was läuft noch? Eieieiei. Herrlich, herrlich. Ja, ey, Ah, wie nee. sowas entstehen kann, ich weiß nicht, wie Leute darauf kommen. Ach, keine Ahnung. Querdenker. Ich Ah. kann einfach nur nichts dazu sagen. Nee, ich auch nicht. Solange mich diese, in Anführungszeichen, Drohnen nicht angreifen mit mal, ist mir das alles Ja, echt egal. mal. Laseraugen und Maschinengewehr im Schnabel. Fahren so die Flügel aus und dann kommt da so ein MG raus. Ja, geil. Oder die haben Ja, da so dann. unten Raketen drin. Geil. Also, das würde ich fühlen schon wieder. Dann wären es schon wieder coole Tauben. Irgendwie schon. Dann würde ich die Scheißdinger sogar lieben, wenn sie mir ins Auto kacken. Ja, nee, nee. Keine Ahnung, wie man auf sowas kommt. Nee, ich muss es nicht verstehen. Naja, Ich, nee. ich, man kann es, glaube ich, auch gar nicht verstehen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Das ist ja eher das Problem daran.
Aber gut, kommen wir zur 14. Frage. Die ist so ein bisschen dreiteilig, sage ich jetzt mal. Oh nein, oh Denn nein. es geht um die Top 3 Games, Serien und Filme. Alter, hast du dir überhaupt mal irgendwelche Fragen selber aufgeschrieben? Ja. Zwei Stück. Drei Stück. Ist das geil? Was denn? Fuck. Man muss sich ja irgendwie Ideen sammeln, ne? Ja, natürlich, natürlich. Scheiße, okay, warte. Top 3 Games, Filme, Serien, okay. Top 3 Games, das ist, glaube ich, ganz einfach mittlerweile. Okay, Dark Souls 1. Auf Platz 1. Dark Souls 2. Und dann Dark Souls 2. Dark Souls 2, nein Gott. auf Platz 2 Elden Ring. Oder, na gut, Elden Ring teilt sich gerade den Platz, glaube ich, mit Bloodborne. So sieht es nämlich aus. Und Platz 3, boah, scheiße. Ich glaube, Platz 3 tut sich immer noch, da tut sich bei mir immer so durchquälen. Ich schaue gerade in mein Regal rein. Ich muss aber tatsächlich sagen, Monster Hunter World. Habe ich schon mal von gehört, ja. Also, als sie das Ding rausgekloppt haben, wirklich, ich habe locker, locker. Ich habe lange nicht mehr auf den Account geguckt, aber an die 1200 Stunden Boah. dort reingesammelt. Also, das ist wirklich meine gesamte damalige Ausbildungszeit mit reingegangen. Also, das ist schon richtig, richtig hart. Das ist schon geil. Das ist crazy. Meine Top 3 Filme. Ich glaube, da ist bei mir so Platz 3, Ready Player One. Der war geil. Auf Platz 2. Platz 2. Scheiße, bei Filmen ist halt so das Ding. Ich gucke sehr, sehr gerne Filme. Aber meistens so mehrteilige, also so Filmreihen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Auf Platz 3 würde ich, glaube ich, Star Wars 3 reinpacken. Und auf Platz 1. Fuck, ich glaube, auf Platz 1 würde ich sogar Silent Hill sagen. Weil ich den Film auch extrem geil finde, vor allem, weil du den dir angucken kannst, ohne das Spiel zu kennen. Und du kannst das Spiel spielen, ohne den Film zu kennen. Das schafft nicht jedes Medium. Nee, das stimmt allerdings. Und bei Serien, na gut, Platz 1 bin ich bei Berserk. Aber jetzt die Neuverfassungen von letzten Jahr. Bin ich gerade, glaube ich, in der zweiten Staffel oder so. Dann auf Platz 2 bin ich bei. Ja, ich glaube, da kommt aber wenig ran. Squid Game. Da warte ich noch auf die zweite Staffel. Oh, hallo. Schönen guten Tag. Special Guest Was hier. geht? Was geht? Und wieder weg. Und auf Platz 3. Oh, fuck. Auf Platz 3 bin ich, glaube ich, bisschen ratlos. Aber ich glaube, das sage ich einfach mal. Ja, okay, auch wieder ein Anime, Kill la Kill. Ja gut, bei Anime bin ich komplett raus. Scheiße. Gut, bei Games kann ich tatsächlich gar nichts sagen, weil ich zocke alles quer durch. Ich habe nicht wirklich irgendwie Favorite Games oder so. Ich zocke halt das, worauf ich Bock habe. Aber wenn es auf Favorite ankommen würde, würde ich sagen, auf 1 Need for Speed Undercover. Geil. Auf
Platz 2 Need for Speed Underground 2. Ja. Und auf 3 würde ich sogar fast schon sagen, hier Most Wanted. Most Wanted ist übelst geil. Also ich bin komplett, was Need for Speed angeht, habe ich gefühlt fast alles schon mal gespielt. Hast du den neuesten, also hier Need for Speed Heat, hast du den schon mal gespielt? Habe ich bei meinem Vater, ne? Habe Also, ich okay. bisher ein paar Mal gespielt. Aber der neueste war doch hier dieser Unbound. Das ist das neueste. Ach, stimmt, da kam ja jetzt nochmal ein neuer raus. Den habe ich noch nie gespielt. Ne, ich auch nicht. Habe ich bisher nur ein paar Streams von gesehen. Und ansonsten, glaube ich, Payback kenne ich noch. Für die Playsee. No? Aber Payback ist halt auch übelst geil. Ja, das bockt. Ich finde es Eigentlich, halt das nur war halt diese. schade, dass in keinem Game davon mein Traumauto ist, aber naja, was soll man Was ist denn dein Traumauto? Fangen wir doch gleich mal so an. machen? 1967er Chevrolet Impala. Das ist eine Hausnummer. Ja. Das ist geil. Aber für das Ding kannst du halt auch wirklich da mal ein ganzes Haus kaufen. Wahrscheinlich. Ja gut, Serien tatsächlich auf Platz 1 Supernatural. Ja, ist Komplett. geil. Da soll es ja angeblich nächstes Jahr im Mai eine 16. Staffel geben. Okay. Hieß es. Na, bin ich schon mal gespannt. Ich auch. Ich hoffe, die wird gut. Wenn die scheiße wird, ist die komplette Serie für mich gelaufen. So wie Scrubs. Auf Platz 2. Boah, schwierig. Würde ich fast sogar sagen, Karma ist das. So eine Ami, ja, ich sag jetzt mal Doku-Serie von einer Mechanikerwerkstatt aus Kalifornien, die Schrottautos in absolut geisteskrank geile Karren verwandeln. Hab ich, glaube ich, schon mal gesehen. Kommt nächste Woche die 6. Staffel. Bin auch mal gespannt, wie die Geil. wird. Ich glaube, auf Platz 3 würde ich sogar fast schon sagen: The Walking Dead. Aber da bin ich noch Ja, nicht doch. fertig mit. Na, bei Walking Dead muss ich tatsächlich sagen, das ist aber auch ganz, ganz oft bei mir so. Ich schaue mir die erste Staffel an, zweite Staffel, aber bei der dritten Staffel, da hat es mich dann irgendwie komplett verloren. Ja, da war Vor allem, irgendwie, das hat sich gezogen in der Staffel dann. natürlich, vor allen Dingen, weil sich dann auch, wie soll ich sagen, da war ja das große Hauptproblem eigentlich, dass es nicht mehr hauptsächlich um die Zombies ging. Zombies waren dann eher schon so nebensächlich und dann war es eher mehr so diese Bandenkriege, die sie da gegenseitig geführt haben. Und das hat mich dann rausgebracht. Gut, gehört halt, glaube ich, in so einer Zeit dazu, denke ich mal. Ja, natürlich, natürlich. Mit einer Apokalypsen-Setting und oh, ganz groß. Ja. Ja, gut. Wenn du verzweifelt bist, dann kannst du auch im Endeffekt die Schrotflinte an dich selber richten. Ja, eben. Ja, gut, Filme. Boah, Filme ist ehrlich schwierig bei mir. Herr der Ringe 1, Herr der Ringe 2. Aber ich würde fast schon sagen, so auf 1 sitzt so diese Saw-Reihe. Welcher Teil? Die komplette Reihe, oder? Komplette Reihe weiß ich noch nicht. Bin erst beim vierten. Bin erst beim vierten. Scheiße. Ich habe jeden Teil gesehen, außer die letzten zwei. Und ich kann dir sagen, Spiral und X. warte, jetzt bin ich selber. Gut, ich glaube, bei der vier kann man spoilern. Ja, der vierte war jetzt auch nicht so geil, muss ich dazu sagen. Ich fand den jetzt nicht so geil. War das dort, wo die Bilder abgekratzt sind? In jedem Film kratzt irgendwer ab, also Ja, aber ich meine schwierig. hier Jigsaw, meine ich jetzt. War das der vierte? Oder war das im dritten schon? Weiß gar nicht, ich glaube, das müsste im dritten sogar schon gewesen sein. Und im vierten hat man das dann nochmal gesehen am Anfang. Okay, gut, dann war das der dritte. Irgendwie so, ich habe das aber auch nicht mehr so ganz im Kopf. Ja, Johnny. Aber irgendwie so. Oh, boah, ich weiß nicht. Platz. Zweiter Platz ist schwierig so. Was Filme angeht, generell schwierig. Aber ich glaube, auf Platz 2 würde ich Kitzköpfe setzen. Die sind einfach scheiß lustig, die beiden Filme. Sind absolut geil.
Boah, bei Platz 3 bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Was Leg da dich für nicht ein mit Gohan Film. an. Habe ich auch geguckt, der war auch geil. Übelst geil, aber das Thema kannst du halt gar nicht mehr bringen. Ne. Schön, Alter. Ja, wir führen schon seit Jahren Krieg. Palästina. Das ist so geil. Der war auch Das so cool, der Thema Film. ist, glaube ich, gerade ein bisschen präsenter denn je. Bisschen. Aber Gott sei Dank ist das ja kein Politik-Podcast. Deswegen bleiben wir doch Genau. mal spannend. Genau. Gut, aber so Platz 3 Filme. Nachgucken, aber ich glaube, ich habe den Film gar nicht hier. Ich habe ihn auf Netflix geguckt, glaube ich. Ich wüsste ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Wobei, doch. Ich würde sogar auf Platz 3 die komplette Freitag der 13. Reihe setzen. Die waren geil. Klar, gut, den 10. hätten sie sich sparen können. Nee, der 10. war gerade geil. Der Ja, ich 10. weiß fand nicht. ich schon wieder geil. Weiß nicht, irgendwie, das war mir zu wenig Jason und mehr Terminator am Ende. Ja, natürlich, deswegen ja. Aber. Und die Neuauflage fand ich geil. Von Die 2009. Neuauflage war richtig geil. Ja, alleine weil Jared Padalecki da mitgemacht hat. Genau. Fucking Sam Winchester. Vor allen Dingen, deswegen habe ich gerade so komisch geguckt. Bei Freitag der 13. kann ich mich noch ganz genau erinnern, wie ich damals mit einer alten Freundin auf der Couch saß bei ihren Eltern. Wir hatten es irgendwann mal so um 2. Und wir haben aber den ersten Freitag der 13. Film gesehen. Noch das Original von 19. Paar Nacht. Und der ganze Film war todeslangweilig. Also wirklich des Todes. Ja, der Aber erste war. am Ende, als dieses Mistvieh von Jason aus dem Sumpf raussprang und sie vom Boot runtergezerrt hat, also da habe ich mir eingeschissen. Ja gut, das, ich, ja, gut, wo ich den mit meinem Vater zusammengeguckt habe, weil wir haben die alle zusammengeguckt, die ganzen Teile. Ja, die, glaube ich, irgendwie an einem Wochenende alle durchgeprügelt. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir da schon irgendwie gedacht, dass das noch irgendwie passiert. Also ich war da Ja, irgendwie schon irgendein drauf Jumpscare muss. vorbereitet. Ich halt so gar nicht. Gut, wie alt war ich denn da? 14. Ja, dann. Gut, von welchem Film ich am Ende des Tages so ein bisschen enttäuscht war, war diese Verfilmung von Five Nights at Freddy's. Da war Die ich fand ja. ich okay. Ich Die fand fand den ich auch ganz okay. okay, aber ich war irgendwie, weiß ich nicht. Er hat sich ein bisschen zu sehr gezogen. Aber gut, hat. Musste ja ans Spiel angelehnt werden. Wusstest du, dass der Schauspieler, der den William Afton gespielt hat, also hier Springtrap, vorher in einem Scooby-Doo-Film einen Shaggy gespielt hat? Ne. Übelst geil. Richtig, richtig geil. Auch so random eigentlich. Aber es hat so gut gepasst. Naja. Ja, er hat das Also auch gut gemacht. als Charakter, wo der dann um die Ecke kam, Alter, das ist schon, boah, da habe ich mir kurz eingekackt. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe den im Kino geguckt. Bei Ja, ich irgendeiner auch. Szene bin ich auch zusammengezuckt. Ich weiß aber nicht mehr. Ich glaube auch, wo er dann mit mal um die Ecke kam, da mit seinem komischen Springtrap-Ding da. Oh, übelst geil. Ja, Aber und wirklich, da die hat's haben den mir. zwar geil gemacht, so. Auch was die Figuren angeht, so. War schon echt geil, aber mal gucken, wie der zweite wird. Ja, bin ich auch gespannt. Da. Boah, aber Phil. Ja, gut, Top 3 ist ja eigentlich abgeschlossen, aber ich glaube, so auf Platz 4 würde ich sogar noch Deadpool setzen. Deadpool war auch geil. Da habe ich den ganz neuen, also Deadpool und Wolverine, habe ich noch nie gesehen. Der war geil. Ja, habe schon nie gesehen. Bitte Der nicht war spoilern, bitte, bitte, bitte. richtig geil. Ich Den, warte, bis er auf Disney Plus kommt. da, den musst gucken, der war geil. Scheiße. Da hast du aber dann auch Nee. ordentlich was zu lachen zwischendurch. Oder? Na gut, auf Platz 4 hätte ich tatsächlich noch Transformers. Die komplette Reihe. Ich fand den 5. am geilsten. Den Last Night. Den 5. finden irgendwie alle geil, aber ich finde die ersten 3 sind eigentlich die besten. Ja, irgendwie schon, eigentlich schon, aber irgendwie für mich persönlich war der 5. geil. Gut, ich hatte zwar eine scheiß Audioqualität auf bei dem Film, weil da war irgendwie noch, da war irgendwie noch hier Kino, Hintergrund und alles, was Leute husten gehört und so, dann, scheiße. Also,
Ah, schön illegal übers Internet. Nee, nicht, ich würde nicht sagen illegal. Also es war schon legal, wie man die runtergeladen hat. Also, okay. Weiß nicht, vielleicht kennst du das Programm ja, Usenext. Ach so, ja, kenne ich mir. Ja. Und da muss man ja immer mal warten, bis die in guter Qualität endlich da sind. Und das dauert 3 Jahre. Eine Drei Scheiße. Jahre. Drei. Und ich Ah. glaube, Wissen und Können mit KI ist, glaube ich, schwierig, weil ich benutze KI gar nicht. Ich habe Jan Korn zum Beispiel, hat schon mal KI benutzt. Hat auch, glaube ich, ein Video drüber gemacht, dass er einen ganzen Beat über eine KI erstellen lassen hat. Und dann einfach bloß noch seine Nuancen mit eingebracht hat. Und bei mir ist es so, ich habe mal eine KI-App ausprobiert, tatsächlich. Da gibst du einfach nur ein, hier, ich möchte ein Beat haben, das soll so und so klingen. Oder ich möchte einen Song und das sind die Lyrics, das ist der Type, den es sein soll. Und der hat dir wirklich ungelogen in einer guten Länge, 2 Minuten 30 oder so, 1 Minute 50, hat er dir übelst geile Songs rausgerotzt innerhalb von 15 Sekunden. Boah. Und das Problem ist bloß, nicht jedes Ding war gleich. Das hat mich erschreckt. Ich habe so gedacht, ach komm, ich mache das nochmal und mal und nochmal. Nee, es kam jedes Mal was Neues raus. So, das war halt dann so der Moment, wo ich dann so dachte, so, Gott, 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 das könnte irgendwann mal irgendjemanden einen Job kosten. Yep. Deswegen, also weiter auf dieses Thema würde ich jetzt auch nie eingehen. Ich würde einfach sagen, wir freuen uns, dass es da ist, aber man sollte es nicht so weit ausbauen, dass es irgendwelche Existenzen beschädigt. Naja, ja gut, was das angeht, ist ja hier der Tesla-Heini schon ein bisschen im Vordergrund, Ach, was hör das mir auf, ich habe die angeht. Bilder ge ich hab die Bilder gesehen und die Vergleiche zu einem Roboter. Ja. Und da dachte ich mir auch so, Alter, du bist eigentlich so ein Wichser. Elon Musk hat einfach viel zu viel Kohle. Ja, aber das Auto sah Und viel geil zu aus. viel. Ja, das Auto sah geil aus, na klar. Und die Roboter sehen auch cool aus. Und die können auch schon ganze Sätze bilden. Oh, Heureka. Aber. Naja, aber es wurde ja herausgestellt, dass die von Tesla-Mitarbeitern gesteuert wurden. Na, Das wurde ja herausgestellt. Siehste, also werden wir noch nicht von Robotern erobert. Das ist schon mal Gut. gut. Das heißt, Terminator in Real Life dauert noch ein bisschen. Genau. Noch kann ich mich nicht in eine silberne Flüssigkeit verwandeln. Wie Arnold Schwarzenegger durch die Zukunft reisen. Ja, genau. Geil. Nur um ein kleines Kind zu finden, was die ganze Zukunft beeinflusst. Ja, macht voll Sinn, aber bitte. Okay. Wir lassen es einfach mal so stehen. Wenn's so sein soll. Ich sag doch nichts, du. Die werden schon wissen, was sie sich bei dem Film gedacht haben. Na, natürlich. Na, Ja, nix wahrscheinlich. gut, schlecht war er ja nicht, ne? Muss man ja sagen. Nee, Schlecht schlecht war er gar nicht. nicht. Nee, ganz und gar nicht. Er hat das ja auch gut gemacht. Ja. Wobei mir fällt gerade sogar noch eine Serie ein, tatsächlich. Die ich sogar noch eher auf Platz einstellen würde. Ist aber auch schon sehr, sehr alt, von 1982. Okay, krass. Und zwar Knight Rider. Geil. Ist geil. Doch, stimme ich zu. Habe ich alle 4 Staffeln auf CD zu Hause. Mit David Knight Hasselhoff. Rider. Doch, ja, mit David Hasselhoff, genau. Diese neue Verf Dingens da von 2008, die war ja kacke. Die war scheiße. Na, die war ja auch kacke. War keine Frage. Klar, ich fand es irgendwie cool, dass sich das Auto so in mehrere Autos verwandeln konnte. Aber irgendwie, das hat halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, den Vibe aus der alten Serie genommen. Ja, aber es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, meines Erachtens. Ich bin froh, dass es davon nur eine Staffel gab. So, Sister, wollte ich sowieso gerade fragen, zeitlich, wie warst denn du da jetzt begrenzt? 15. Okay, gut, weil bei mir ist so.
Ich muss dann nämlich noch mein Auto in die Werkstatt schaffen. Ei. Deswegen. Eieiei, deswegen. Ei. Lass noch die Fragen schnell Ja, fertig machen. ja. Ja, gut. Wieder Wird eine. ja sicherlich nicht die letzte Folge sein. Nee, nee. Garantiert nicht. Gut, kommen wir zur nächsten geklauten, kopierten Frage. Und zwar so die Erfahrungen mit Liebe, Hass, Wut, was weiß ich nicht alles, alles Mögliche an Emotionen und was weiß ich im Alltag. Gott. Diese Ja, Frage ist gut. Ich... definitiv nicht geklaut. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe nicht vorher auf Instagram geguckt und habe mir die Fragen aufgeschrieben. Nein, ich noch nicht. Na gut, na, ich war mal ein kleines Kind, da bin ich hingefallen. Nee, Quatsch. Erfahrung mit Liebe, Hass, Wut. Na gut, Liebe trifft es eigentlich gerade ganz gut. Vor allem Liebe im Gegenzug zu meinem Sohn halt. Also, wirklich, wenn, was du empfindest, wenn dieses Kind, was vorher in deiner Frau drinne war und auf immer auf deinem Arm liegt und du siehst dich selber. Das ist einfach so, das kannst du einfach nie beschreiben. Nee, Das ist auch nicht. einfach, oh, Magie, Digga, Magie. Magic, Dicker. Ansonsten Hass, Wut, na gut, ganz, ganz viel im Ja, gut, Straßenverkehr. das ist normal. Nee, aber ich merke halt so, was jetzt Hass oder Wut angeht, ganz, ganz viel im Gegenzug der Menschen, die halt draußen zurzeit unterwegs sind. Also jetzt die hier, jetzt nichts anfangen mit hier Asylanten und betrunkene Ja. Obdachlose etc. Das meine ich alles gar nicht. Es sind mehr, die Menschen im Allgemeinen werden viel, viel dreister und viel auch gewaltbereiter. Und das merkt man auch sehr, sehr deutlich. Nicht bloß anderweitig dazugezogene oder es sind mittlerweile auch die Deutschen. Und das ist einfach so, es ist deprimierend. Ja. Man merkt es halt immer mehr. Du kannst draußen einfach nicht mehr vernünftig rumlaufen, ohne irgendwie Hintergrundgedanken zu haben. So, das könnte jetzt dein letzter Spaziergang sein, so nach dem Motto. Also geht's mir hier jeden Tag. Natürlich, das ist. Das ist hier nicht anders. Das sind, glaube ich, so die einzigen Erfahrungen, die ich gerade habe mit Hass und Wut. Ansonsten Liebe empfinde ich gerade am meisten zu Hause oder wenn ich mit den Jungs unterwegs bin oder sonstiges. Aber Hass, Wut, das merke ich eigentlich bloß, wenn du durch die Stadt läufst. Na. So. An einem Und schönen ich. Samstag und du denkst dir so, ey, hier sind so viele Menschenmassen und die machen sich alle, du siehst in jedem Gesicht, jeder schaut sich um, jeder guckt auf seine eigenen Hände, auf fremde Hände und boah, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Naja, fühle ich. Ich finde das auch so ein bisschen ekelhaft bei mir hier in der Stadt. Es ist auch so ekelhaft, wenn man dann. Ich habe 5:30 habe ich Feierabend, wenn ich arbeite. Also beziehungsweise wenn ich Spätschicht habe. Und dann stehe ich da meistens um 18 Uhr. Und dann sind da so viele Leute und ich kriege jedes Mal das Kotzen, weil ich da keinen Bock habe, durchzurennen durch diese Menschenmenge. Und ich muss, weil Naja, sonst komme ich nicht natürlich. zur Bahn. Ja, Das ist so eine natürlich. Rotze da. Ich hasse es so sehr. Deswegen, das ist jedes Mal auch so ein Konflikt mit sich selber. Geh ich da jetzt durch oder gehe ich einen anderen Weg? Ja, ich laufe da meistens nochmal kurz so außen rum, dass ich nicht da mitten durchrennen muss. Ja, fühle ich. Gut, klar, wenn das jetzt so ein bisschen kritisch ist von der Ampelschaltung her, weil ich muss dazu sagen, die Ampelschaltung hier bei mir sind scheiße. Wortwörtlich scheiße. Wird grün, 2 Sekunden wird wieder rot. Ja, genau so ist es hier bei mir am Depot an der Endhaltestelle. Geil. Es ist so schlimm. Gehst los, setzt einen Fuß auf die Straße, Ampel ist rot. Fühle ich. Vollkommen. Ja, ich gehe trotzdem rüber, ist mir egal. Ich warte nicht nochmal 10 Minuten. Toll. Hab ich keinen Bock drauf. Hab Nee, ich nie gehabt. aber. Können. Sehe Ah, ich nie ich. ein. Aber so generell so riesige Menschenmengen, so. Fühle ich nicht, feiere ich nicht.
War früher ganz okay, wo man vielleicht noch so mit anderen Leuten unterwegs war. Aber mittlerweile, die wohnen alle viel zu weit weg, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja, fühle ich. Gefühlt keiner Oh! wohnt mehr in der Nähe. Zu den meisten muss Na ich gefühlt gut. 20 Minuten fahren, habe ich auch keinen Bock drauf. Na gut, muss ich aber auch. Aber das ist halt, ja, ich glaube, das Leben, was man sich dann aber auch selber ausgesucht hat. Ich hätte in meiner Heimat hätte ich bleiben können. Wo ich und Evans ja auch groß geworden sind. Ich kenne den ja jetzt schon mittlerweile 5 Jahre und sind eigentlich ja Best Friends. Mit Young Korn, den kenne ich auch schon mittlerweile knapp gute 2 Jahre oder anderthalb. Und da wohnt auch zum Beispiel jetzt 15, 20 Minuten mit dem Auto, wohlgemerkt, weg. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon. Ja, das waren noch Zeiten, wo die alle in der Nähe gewohnt haben hier bei mir. Ach, na klar, du bist rausgegangen oder ins Schwimmbad und da waren die alle. Na gut, So, Schwimmer jetzt geht mittlerweile. schwierig. Ist abgerissen. Das ist scheiße. Wird neu gebaut irgendwie. Keine Ahnung, was die sich dabei denken. Nein, Hauptsache aber jetzt Schwimmbad so. abgerissen, aber Eissporthalle stehen gelassen. Macht Ach, na Sinn. klar, läuft. Macht Sinn. Als ob die alle Eislaufen gehen. Ja, da geht keiner hin. Also wenn die nicht pleite gehen, bis das Ding da fertig ist, dann wundert es mich nicht. Ja, das würde mich nicht wundern. Du next. Ja, tatsächlich dann mal zwei eigene überlegte. Geil. Und zwar, wie kam es dazu, dass du mit Musik angefangen hast? Kam es dazu, dass ich mit Musik angefangen habe? Also, ich war mal ein kleiner Junge, da bin ich hingefallen. Nee. Oh, warte, 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 ich habe kurz eine Nachricht bekommen. Pausier mal! So richtig so, hilf mir, hilf mir! Lass mich runter. Lass mich runter, du Hurensohn. Ich möchte nicht Fame werden, noch nicht. So, jetzt. Mit Musik habe ich angefangen vor, also jetzt mittlerweile knapp 3 Jahren. Und ja, warum habe ich angefangen? Ich glaube einfach aus Jux und Tollerei. Ich habe damals mit einer App habe ich angefangen. Die nennt sich RapChat. Und das Ich war halt hätte auch wie so ein. Battle wäre jetzt auch geil gewesen. Und das war halt auch so eine App. Du konntest halt schon Autotune, Reverb, du kannst alles einstellen. Aber halt auf einer richtig ekelhaft billigen Basis. Und dann hat parallel dazu Evans auch angefangen mit Musik, damals noch über Outer City. Und da war das dann so, dass wir uns halt auch so connected haben. So, und auch früher, weil wir zusammen saufen gegangen sind, etc. Und dann hat sich das so entwickelt, so der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht. Ich habe halt schon meinen ganzen Shit auf SoundCloud hochgeladen und er hat halt erstmal produziert, produziert, produziert und gehofft einfach, dass es besser wird. So mittlerweile sind wir auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und so kam das eigentlich einfach nur größtenteils mit aus Freundschaft und weil man einfach Bock drauf hatte, auch was Eigenes zu machen und gehört zu werden vor allen Dingen. Ja. Aber gut, ich weiß gar nicht mehr, warum ich überhaupt angefangen habe. Ich glaube, ich habe einfach mal irgendwann so einen Bandlab-Account gemacht und habe einfach mal rumprobiert. Und irgendwann Geil. ist dann der erste da entstanden, den ich dann auch Das finally released habe. ist doch geil. Irgendwann hat sich das dann halt weitergezogen, dass ich dann weitergemacht habe. Und Oh. noch ein und noch ein und dann kam ja das erste Album und dann habe ich irgendwann Genau. diese Lucifer-Thematik aufgebaut,
da dann den ersten Song gemacht. So läuft das im Endeffekt. Ja, Was anderes ist es ja gar nicht. ich finde es irgendwie weird, wenn ich so ein Lucifer-Ding mache und das so ein Feature-Ding ist, wo ich dann selber auch noch mit drauf bin. Ich finde das irgendwie voll weird, weil ich weiß, okay, ich bin beide Personen, aber man hört das stimmtechnisch nicht. Das ist halt irgendwie voll weird. Weiß nicht, aber ich find's geil. Na, verstehe ich aber. Weil das Ding ist ja, ich habe das ja so, ich hab, muss ja dazu sagen, diese Lucifer-Stimme war ja vorher komplett anders. Ich sag jetzt, ja, wobei, was heißt editiert? Das war nicht mal wirklich editiert. Ich habe einfach einen Effekt auf mein Mikrofon angemacht. Ich habe War einfach. perfekt. Man hört dich gar nicht. Nee, gar nicht. Wir haben keinen Ton mehr. Hilfe! Jetzt hört man dich, aber übers Headset. Jetzt hörst du dich nicht, gar nicht. Nein. Jetzt. Geil. Scheiße. Gut, egal. So, leider kurz wechseln auf Headset-Mikro. I'm sorry. Anscheinend hat sich mein Mikrofon gerade verabschiedet, weil ich den Effekt angemacht habe. Grüße ihn raus an dieses Mikrofon. Ist mir jetzt auch egal, da kann ich es aber wieder ausmachen. Ja, aber generell halt, ich sag mal so, dieses Lucifer-Ding, es hat halt angefangen damit, dass ich den Effekt über mein Mikrofon hier angemacht habe, weil ich habe hier so ein kleines Mischpult für das Mikrofon eben. Da. Oh, Und mit süß. dem Ding hat das halt angefangen, so dass ich damit diese Stimme gewechselt habe. Und irgendwann habe ich das dann halt einfach anders gemacht und habe diesen Effekt, den ich mir auf die Stimme lege bei Bandlab, habe ich dann einfach irgendwann gearbeitet, da so ein Pitch mit draufgepackt und dann wurde die auch dunkler und dann habe ich das einfach als Lucifer Voice benutzt. So hat Na das dann geil. theoretisch den Übergang gefunden. Das ist wild. Ja, mal gucken, wie dieses ganze Lucifer-Ding noch weitergeht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das, ob ich da noch irgendwas mitmache Ich zwischen finde den das ganzen Bands. faszinierend. Jeder hat irgendwie mal anders angefangen. Ja, ich fühle mich halt irgendwie, als würde ich so einen San Diego-Weg nehmen. Ich als Sami Ach und du. Lucifer SpongeBob. So fühlt sich das irgendwie ein bisschen an, aber. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, was da noch draus wird aus Blut zu verdenken. Ich habe da noch keine konkreten Pläne für. Noch nicht. Ja. Letzte Frage. Die letzte Frage. Nicht geklaut. Eigenüberlegung. Und zwar, deine Top 3 Songs von dir selber. Meine Top 3 Songs von mir selber. Oh. Okay. Warnung? Auf die 1, dann nicht mehr bei mir, auf die 2, oder ja, da teilt sich noch mit einem unreleased Song, teilt es sich noch den Platz. Und jetzt bald der Song da rauskommt, so in circa 2 Wochen, ganze Nacht an dich mit Jabo. Hört sich auf jeden Fall gut an. Bei Warnung bin ich dabei. Bei Fahndung bin ich dabei. Gut, bei mir ist schwierig. Ich würde sogar fast sagen, Ghost Love auf 1 so ein bisschen. Ne, wobei Ghost Love würde ich eher sogar auf die 2 packen, weil ich muss dazu sagen, es war ein Song, den ich eigentlich vor 3 Jahren geschrieben habe. Dann alles verloren habe durch den PC-Reset. Und den dann halt komplett neu schreiben musste. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich da drin stehen hatte. Heißt, ich musste mir komplett neu überlegen, was ich da jetzt reinballer. Und dann irgendwann, finally, nach 3 Jahren, habe ich den auch mal rausgebracht. Geil. Ich glaube, so auf Platz 3 würde ich sogar fast schon Burnout sagen.
Und Platz 1 ist noch nicht fest, da der Song noch nicht draußen ist. Das ist nämlich, glaube ich, dann der Feature-Song, der da kommt. Je nachdem wann. Je nachdem, wann wir Geil, die Release-Zeit haben. das ist wild. Das ist wild. Also ich sag mal so, vom Feature her bin ich einfach ja, ich sag super dankbar, dass ich diese Chance dazu habe und dass er selber da Bock drauf hat. Es ist natürlich der Wendler. Der Wendler? Na Horris? klar. Ey, ich sag mal so, es ist einer von den Jungs so. Das kann ich ja so sagen. Aber wird noch ein kleines Betriebsgeheimnis, wer. Betriebsgeheimnis. Kurz Musik mit Ausbildung gemixt. Na klar. Ja, das waren die Fragen. Haben wir 8 Fragen gut durchgebrettert, Stunde 6. Auch wenn es zwischendurch ein paar kleine Komplikationen gab, wie zum Beispiel jetzt mein Mikrofon. Grüße gehen raus an dieses Geil. Mikrofon. Aber haben wir gut durchgeballert. Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit und dass das hier geklappt hat am heutigen Tag. Ach, natürlich, natürlich. Ach, immer wieder gerne. Weil ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt darüber so ein bisschen geschrieben? 2 Tage? 3 Tage? Irgendwie Natürlich. so. Das ging zack, zack, zack hintereinander weg. Hier wird der Content ausgekippt. Muss ich sagen, ging bei den anderen beiden ja auch so, bei Angel Payne und Yuji, wo ich mit denen das gemacht habe. Da haben wir schon eine Woche vorher darüber geschrieben, so ein bisschen. Und haben dann gesagt, so, hier, an dem und dem Tag, die und die Uhrzeit, und dann machen wir das. Und das haben wir Ja, dann das ist als geil. Livestream sogar gemacht. Das war auch lustig. Stimmt, das war ein Livestream, ja. Auch lustig. Ich glaube, ich saß danach noch irgendwie mit Angel und mit Angel Payne hier und Yuji. Ich glaube, noch 3, 4 Stunden im Talk danach. Geil. Ich glaube, noch bis irgendwie 10 Uhr, 11 Uhr irgendwie so. War auch komplett. War geil. War geisteskrank. Das ist wild. Das ist wild. Da merkt man mal, was man sich aufbaut für Connections. Ja, natürlich, natürlich. Und jedes Mal bin ich wieder froh darüber, dass diese Connection existiert. Jedes Mal aufs Neue. Na, Ja. dann machen wir es einfach. Dann machen wir es einfach so, wenn wir uns wiedersehen, wenn noch mal eine Plauderstunde am Schnitzel ist. Du hast ja jetzt erstmal noch deine 3 Gäste, die dann noch kommen. Sag einfach, wenn ich das nächste Mal hier wieder auftauche auf diesem Kanal, dann hast du die Podcasts auf Spotify mit Video und ich hol Marvin, also Young Korn und Evans mit dran. Easy. Geil. Bis dahin easy. Kriegen wir hin. Das ist gut. Jawohl. Neue Leute, Ziele setzen. natürlich, neue Ziele. Neue Ziele müssen gesetzt werden. Prioritäten setzen im Leben. Leute, und damit würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst sehr gerne eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und schaut bei ihm vorbei. Ich packe euch alles unten in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. Tschüss.